Und hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Tomb Raider 4 The Last Revelation. Und ich muss mich erstmal schnell in einer Sache korrigieren, die ich im letzten Part vermutet habe. Nur vermutet. Und zwar dachte ich ja, dass in diesem Spiel irgendwie ein bisschen mehr Entwicklungszeit stecken könnte, weil es sich ja offensichtlich ein bisschen was getan hat. Dem stimmt tatsächlich nicht. Dieses Spiel ist genauso wie Tomb Raider 1, 2 und 3 in einem jährlichen Entwicklungszyklus entstanden. Also ich weiß nicht, wie lange sie für Tomb Raider 1 gearbeitet haben, aber 2 und 3 sind halt jeweils genau ein Jahr nach dem ersten Teil erschienen. Und so verhält es sich auch mit The Last Revelation, ist im Jahr 1999 erschienen. Und damit exakt ein Jahr später als Tomb Raider 3. Ja, Wikipedia ist auch mal für was gut. Haben wir das geklärt? Ist das nicht schön? Jetzt können wir weitermachen. Indem wir hier nämlich jetzt durch diese, ja, was sind das? Lüftungsschächte? Ich nenne es einfach mal antike Lüftungsschächte durchklettern. In den Tempel. Und dort etwas suchen, nämlich die Chance, die Tür zu öffnen. Oh, und die Inszenierung ist so viel schöner geworden. Das finde ich so schön, muss ich wirklich sagen. Das ist schon... Ich meine, ich habe jetzt mehr Cutscenes gesehen, als in allen drei Tomb Raider-Teilen bisher davor. Das ist schon cool. Mensch, Lavas unendlich große Tasche hat sie also in einer Grabkammer gefunden. Von einem Skelett. Haben wir das auch geklärt. Es ist eine magische unendlich große Tasche. Vielleicht. Joa. Ja, aber wie gesagt, ich finde diese ganze Inszenierung wirklich schön. Man merkt, da ist vielleicht irgendjemand zu den Entwicklern gegangen und hat ihnen so das Prinzip der First Hour erklärt. Beziehungsweise der ersten 20 Minuten. Ein Videospiel muss den Spieler in den ersten 20 Minuten hooken, sonst ist es in der Regel vorbei. So, damals war das vielleicht noch nicht so tragisch. Da konnte man sich noch auf Marken verlassen und auch auf... Joa. Weiß nicht, vielleicht Zeitungen oder sowas. Außerdem haben halt damals Spieler ihre Spiele noch nicht so hart zurückgegeben. Also, wohl doch die PlayStation-Fassung könnte man ja Retrail wiederverkaufen können. So, die Tür ist offen, aber wir müssen wieder zurück. Scheinbar. Und ich wette, irgendjemand wird nicht auf uns warten. Oder vielleicht doch, mal schauen. Okay, im Griechen steuert sich Lara wie so ein Traktor. Wie so ein LKW. Aber ist auch nicht verwunderlich, bei dem Arsch. Ah, a backpack. Let us hope it now it begins. The eyes of the ancients are upon us, and their vengeance is wrathful. We must move quickly. When running, press and hold sprint to gain extra speed. Ja, fuck, auf welcher Taste habe ich sprinten gelegt? Das war die Taste? Gut. Sollte ich jetzt zum ersten Mal in meiner Tomb Raider-Geschichte den Dash wirklich benutzen müssen? Scheinbar. Oh, und ich merke auch gerade... Dive through the gap! Dive through the gap! Press jump to perform a diving roll. Ich hab's versucht! Es funktioniert nicht! Ich hab press gejumpt. Ficken. Okay, so geht's auch. Ha! Diese ein Pixel breite Wand hält mich doch nicht auf. Höchstens mein Lebensbalken. Aber das ist okay. Warte mal, das muss ich jetzt aber nochmal versuchen. Einfach nur... In case I need it, later mal. Ah, gut. Habe ich das damit auch gelernt? Muss ich aber sehr lange springen gedrückt halten, bis ich diesen Move macht. Aber okay. Hui, macht irgendwie viel. Gut, wir sind weiterhin in dieser... Ich weiß gar nicht genau, wo sind wir eigentlich? Ich guck mal schnell ins Menü. Hier gibt es leider keinen Hinweis darauf, wo wir sind. Nur laden und speichern. Ich nehme einfach mal ein Medikit. Was habe ich denn zu verlieren?
So, ich find's auch schön, das ist das erste Mal, dass wir auch einen Companion haben. Oder Companion sind. Right, the path of the heretical. To the left is the route of the virtuous. You know me, Werner. A regular virtuoso. Ich habe keine Ahnung, was das gerade für Wörter waren. Das linke ist der Weg des Dings und das rechte ist der Weg des... Was? Bahnhof? So. Ich kann hiermit scheinbar nicht interagieren. Dann folgen wir Werner. Ich spiele schon wieder mit dem Digipad. Verdammt. Nicht mit dem Digipad, mit dem Analogstick. Das ist nicht... Das bin ich nicht gewöhnt. Okay, jetzt läuft der... Jetzt, wo ich gerade die Taste gesucht habe zum Gehen, fängt er an, wieder zu rennen. Sauerei. Now it becomes interesting, yeah? You see now, it is not for the weak of heart. Oh cool, Lava wird so ein bisschen durchsichtig. Ja, man merkt, die Leute haben ein bisschen Feintuning in vielen Punkten gemacht. Sehr schön. So, würde ich dieses Spiel hier damals spielen und nach so irgendwie den enttäuschenden dritten Teil oder sowas, würde ich wirklich sagen, ja. The door before nett. Us requires two people to open it. You go up to the alcove above the door. I will activate the switch down here. Das ist gut, dass du mir das sagst. Ich hab bloß nichts gesehen. So, irgendwas, you go up, habe ich verstanden. Du gehst irgendwie nach oben. Weiß jetzt nicht genau, wo nach oben, aber hey. Dafür gibt's ja die Umsehen-Taste. Ja. I go up. Not this up, würde ich sagen. Werner, kannst du mir das vielleicht nochmal kurz in langsam erklären? So, nehmen wir an, du sprichst Englisch und ich höre nicht zu. Ach, okay. Push forward. Now press and hold action. When you are hanging from the ledge, hold down crawl to squeeze into the gap. Ja, ja. Was auch immer. Der hat so kleine Flaggen auf seinem Rucksack. Das finde ich schön. So ein kleines Detail. Immer wieder schön. Ja. Komm. Ficken. Ich habe gerade ein leichtes Tastenproblem, weil ich kann nicht Crouch interagieren und hoch gleichzeitig drücken. Dafür habe ich mein Gamepad zu doof belegt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich diese drei Tasten einmal gleichzeitig drücken muss. Es ging ja schon los hier in Tomb Raider 3 im ersten Teil, wo ich gleichzeitig schießen und springen konnte. So habe ich mein Gamepad halt nicht ausgelegt. Ich hätte mir mal einen Screenshot irgendwie raussuchen sollen. Davon, wie das PlayStation-Pad belegt war und mich daran hätte orientieren können. Das hätte klappen können. Das wäre eine durchaus clevere Idee gewesen, Oliver. Schön, dass es dir jetzt einfällt. Vielleicht merkst du es dir für Tomb Raider 5. Swing across to the alcove. Jump from the ledge, then hold down action to grab the vine. To release, let go of action. Action, baby, action. Okay, ob ich diese Wein treffe, weiß ich noch nicht. Ich werde doch da 100 pro vorher Wein. Da verstanden? Egal. Safe. Safe. Ist es gesaved? Ich hoffe. Und hopp. Ah! Gut, dass ich gesaved habe. Ich habe gesehen, die PC-Fassung hat sogar irgendwie sowas wie Quick-Tasten. Irgendwas auf den F-Tasten soll das anscheinend liegen. Bringt mir nichts, ich spiele mit Gamepad. Bitch. Also, ich glaube, ich bräuchte doch mal diese Quick-Tasten. Ich habe das Schwingen jetzt nicht ganz verstanden. So geht's auch. Ich habe einfach Action gebasht. Bis die Scheiße aus ihm rauskommt. War so bestimmt nicht intended. Aber es hat funktioniert. Und hey, if it worked, it ain't stupid. So, schön Knopf drücken. Schön, wie der Charakter schon gegen die Wand läuft. So unsichtbar. Und ey, ich wollte vorhin Sichtweite ansprechen. Die ist immer noch gleich scheiße. Man hat es vorhin gesehen, kurz an der schwarzen Wand da hinten. Ja, es hat funktioniert. Alles ist gut.
Also gerade in der Cutscene, aber insgesamt ist das ist die von der Level-Architektur gerade ganz gut gelöst. Dass man das nicht so mitkriegt. So, es ist ja immer, Entwickler haben ja zwei Aufgaben, gute Spiele machen und den Spieler verarschen. Und das läuft scheinbar gerade ganz gut hier. Bin da. Hallo? Ja? Soll ich jetzt alleine in diesen dunklen Gang gehen? Willst du mich ärgern? Kann ich mit ihm interagieren? Nein, das war springen. Ich sehe schon. Ich werde alleine in diesen Gang runtergehen. Aha, es ist eine Ladesequenz mit einer Cutscene. And now for the last. You are an exemplary student, Lara. Although you have not yet learned the root of all adventuring, the craving to win at whatever cost. I throw down the gauntlet to you, my child. Whoever is first to the iris claims the prize. Watch your back, old man. I warn you, I'll pull no punches. I expected no less. On the count of three. One. Two. Yay. Ein Wettrennen. Ach du Schande. Der alte Mann ist aber unangenehm. Das verliere ich doch. Schon alleine, weil die Kamera schon wieder eine Bitch ist. Los, Kletter, Lara. Bist ein Kletteräffchen. Oh, warum springt sie denn nie? Sprintet sie denn nie? Das war das Wort, was ich gesucht habe. Ja, damit hast du nicht gerechnet, alter Mann. Bin nämlich doch gar nicht so scheiße. Sie sprintet nur nie los, wenn ich sage sprinten. Scheinbar ist Sprinten und Sprinten keine gute Kombination. Scheiße. Das war jetzt aber unangenehm. Kletter jetzt da hoch, Bitch. Ach Gott. Okay, ich glaube, das habe ich verloren. Sei denn, der Old Man, der gute Wernar, gibt mir nochmal eine Chance zu gewinnen. Aber ich glaube nicht. In allen anderen Spielen würde es jetzt hier irgendwie Achievements geben. Ich glaube, hier ist es dann einfach nur scheiße. Oh Mann, das ist aber auch eine Kacke. So, wie soll ich denn... Das kann man doch blind gar nicht schaffen. Oh, ich komme hier auch nicht mehr rüber. Och, Lara, jetzt mach halt was. Okay, ich weiß nicht mehr, wie ich herauskomme. Gutes Spiel. Wo war mein letzter Speicherpunkt? Ach, ficken. Ach, ficken. Sie einfach nicht das macht, was ich möchte. Ach, ficken. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich komme da nicht hoch. Ich weiß es nicht. Ist nicht intended, dass ich hier runterfalle. Ja, helfen Sie mir doch. Ja, verdammte Scheiße. Oh, ein letzter Speicherpunkt. Ich mache jetzt hier mal einen Save. Und lade mal meinen letzten Save und schaue, wo der war. Da war oben bei dem Knüppel, ne? Ah, das ist auch nicht viel besser. Andersrum habe ich aber auch mein Ehrgeiz, wie es so schön heißt. Sie lässt los. Hä, ich verstehe auch... Ich versuche jetzt auch gerade diese Rankenmechanik zu verstehen. Aber das klappt irgendwie nicht so. Ich halte mich fest, okay. Aber wie kann ich denn abspringen? Wie kann ich denn schwingen überhaupt? So, wenn ich E gedrückt halte, dann... Also interagieren gedrückt halte, dann... klettert sie hoch und runter.
wenn ich es loslasse, lässt sie los. Und sie kann aber nicht abspringen. Was, wie habe ich das vorhin geschafft? Es ist alles Kacke. Alles ist Kacke. Bin ich doof? Raff ich's einfach nicht? Hätte ich dem alten Mann mal zuhören sollen? Ja, aber wie schwinge ich denn jetzt? Wie schwinge ich denn? Wie ich hänge hier wie so ein nasser Sack und komm nicht weg. So, A drücken klappt ja auch nicht. Weiß nicht, was das jetzt war. Will meinen anderen Safe Game wieder haben. Da hing ich zumindest irgendwo woanders fest. Oh, sie springt aber auch jedes Mal nach hinten. Obwohl ich sage, spring zur Seite. Das ist doch nicht mehr schön. Oh, Bitch. Bitch, du bist nervig wie die Nacht. Ungefähr genauso schön gerade. Wie komme ich hier wieder weg? Oh, wie... Das ist, ach, das ist furchtbar. Wer hat das abgesegnet bei Core Design? Bis eben fand ich das Spiel noch gut. Jetzt regt's mich nur noch auf. Verdammte Scheiße. Verdammte Scheiße. Was soll ich denn? Wie komme ich denn hier jetzt wieder weg? Wer hat sich das ausgedacht? Wer hat beim Q&A gesagt, jupp, das lösen wir so durch? Vermutlich niemand, weil niemand diesen Scheiß vorher geQ&A'd hat. Na klar kann ich mich an den Dingern festhalten. Weil das ist offensichtlich. Offensichtlich kann ich mich daran festhalten. Gott! Wer war hier fürs Q&A zuständig? Fürs Testen. Ein Affe, vermutlich. Ein Affe. Wenn ein Affe das durchgespielt hat, dann glaube ich aber selber nicht. Der hat aber gesagt, für eine Banane mache ich alles. Ach, gut, jetzt ist der alte Mann vermutlich eh über alle Berge. Und naja, was soll's. Weiß nicht mehr, wo er ist. Lang muss. Ich hab mittlerweile... Alles ist verloren. Ach, Mann. Das war so unnötig. Na gut, machen wir jetzt wieder so weiter und tun so, als würde es keine Zeit geben. Es gibt keinen Counter und ich spiele so das jetzt wie die letzten Tomb Raider allein. Na klar, lass dich runterfallen, Lauer. Wird auch überbewertet. Sich an die nächstbeste Wand zu hangeln. Bin ich gut drauf. Habe ich Spaß. So, das hätte ich von Anfang an so machen sollen. So, muss ich jetzt weiter klettern oder muss ich... Ne, da vorne ist er. Er hat tatsächlich irgendwie gewartet. Wie unhöflich. Also ich mache diese Tür nicht auf. Muss ich diese Tür aufmachen? Scheinbar. Wie unhöflich. Jetzt darf ich diese Tür aufmachen. Das war die falsche Taste. Also ich weiß gar nicht, was das hier sein soll, aber das ist eindeutig irgendwas. Und ich drücke eindeutig die falsche Taste auch. Wie der einfach ausnutzt, dass ich hier die Tür aufmache für diesen alten Sack. Ein alter Sack. Darf ich anmerken, dass ich kein großer Freund von ihm bin? Such an old
old man after all, yeah? Come here, child. The mechanism will require us both to release it. The plinth inscription warns of vengeance on those who remove it. Ah, ancient hocus pocus. Forget this nonsense and come over here. I don't count poison darts and triggered entombment, your average Charles Tea Party. I feel we should lend this some respect. Ah, and you are the world-famous archaeologist adventurer Lara Croft, yeah? No, I am the renowned archaeologist adventurer Werner von Croy, and you will do as I say. Go to the wall and pull the lever. What was it you said? Disrespect is the root to carelessness? I am weary of this. Pull the lever now, Miss Croft. On your head be it, Von Croy. Geile Brücke. Have faith in experience, child, and you will learn more than simple. You were saying?